Hallo, mein Name ist Anna. Hi, ich bin Lea. Wir sind Gesundheits- und Krankenpflegeauszubildende im dritten Lehrjahr an der Akademie des Klinikum Osnabrücks. Zurzeit arbeiten wir auf der 28, das ist bei uns im Haus die Unfall- und Orthopädie. Und wir haben das große Glück, dass das Klinikum es anbietet, dass wir diese als Schüler und Schülerinnen leiten dürfen. Und diese zeigen wir euch jetzt. Seit 3 Wochen sind wir jetzt hier auf der Schulstation. Hier arbeiten wir mit unserem Kurs im Dreischichtsystem zusammen. Wir werden von den examinierten Kräften unterstützt. Das Besondere an der Schulstation ist auch, dass wir eben nicht nur die pflegerischen Tätigkeiten übernehmen, welche wir auch schon aus unserem Alltag kennen, sondern eben auch die administrativen Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel die Gestaltung des Dienstplanes. Neben diesen Aufgaben haben wir natürlich auch noch die pflegerischen Aufgaben. Die bestehen natürlich zum einen aus der Dokumentation, dann zum Medikamenten und den Infusionsstellen, die Visite mit zu begleiten. Genau, die examinierten Pflegekräfte, die hier normalerweise auf Station arbeiten, sind natürlich auch immer vor Ort. Mein Name ist Karin Saarwolke, ich bin Stationsleitung auf der Station 2728, bin seit 2010 hier im Hause. Wir freuen uns sehr, dass wir die Schulstation geworden sind. Die Schüler übernehmen eigentlich die Station und wir sind als anleitende Akteure mit dabei, dass es einfach alles gut läuft und nichts in Vergessenheit gerät und dass die Patienten gut versorgt sind, die Schüler gut aufs Examen vorbereitet sind und dass die Schüler auch die Selbstständigkeit sehen und auch sich organisieren können. Jetzt nach den 3 Wochen auf der Schulstation können wir auf jeden Fall sagen, dass wir super viel gelernt haben. Es hat uns Spaß gemacht, mit unserem Kurs zusammenzuarbeiten. Zusammen zu lernen, zu wachsen an den Aufgaben. So sind wir auch super auf unser Examen vorbereitet worden. Wir wünschen unseren Schülern ein erfolgreiches Examen und hoffen, dass viele bei uns anfangen. Und natürlich dürfen Sie sich auch gerne bei uns im Klinikum bewerben für eine Ausbildung. Gucken Sie gerne im Bewerbungsportal.